Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Bei Dead Nerds Talking, der Walking Dead Podcast Show hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei endlich mal wieder wir zwei in einem Cast. Hier ist der Nerdizist Michael. Hallo. Hallihallo. Ja, ist ja so eine kleine Reunion, muss man ja fast sagen. Ne? Hast du mich schon vermisst? Wurde doch jetzt mit dem Jan erstmal über Star Trek Lower Decks bei den Trek Nerds redest. Naja, wenn du unsere Folgen hörst, dann wir erwähnen dich immer wieder und das ist der Punkt, an dem wir dich vermissen. Und du hast dich ja auch über einige Fakten aus der letzten Episode beschwert, aber kann ich nur sagen, selbst schuld, wenn du nicht mitmachen willst. Ja, ich höre euch morgens immer auf dem Weg dann zur Arbeit. Das ist auch interessant, wenn man seinen eigenen Podcast dann zum ersten Mal frisch hört. Und ab und zu zuck ich dann doch immer, ob des gepflegten Halbwissens, ja, und halbgarer Vermutungen und völlig falscher Assoziationen, die ihr da teilweise rauslegt, aber du kriegst von mir ja dann immer alles per WhatsApp aufgezählt und kannst ja dann in der nächsten Folge es nochmal korrigieren. Aber wir sind ja heute nicht hier, um über Star Trek Lower Decks zu sprechen, sondern wir holen etwas nach, das wir im April abgeschlossen haben und eigentlich abgeschlossen hätten haben sollen. Schöner Satz. Nämlich, wir sprechen heute über das wirkliche Finale von Staffel 10, der Folge 16 von The Walking Dead, von dem wir inzwischen wissen, dass es jetzt doch nicht das Finale von Walking Dead Staffel 10 ist, sondern ich sag mal so, das kleine Finale vor dem 6-Folgen-Finale, was dann im Frühjahr kommt, bevor es dann mit Staffel 11 weitergeht, die dann irgendwann 2021 kommen wird, so Corona will. Es ist sehr verworren. Zeitgleich ist jetzt noch World Beyond gestartet. Da könnt ihr unsere Auftaktfolge mit dem Andreas, den ihr aus dem vorletzten Folge auch schon kennt, nochmal hören. Aber verdammt viel Walking Dead kommt auf uns zu. Dinge werden beendet und Dinge beginnen neu. Darüber wollen wir sprechen. Wir wollen auch aber ganz konkret über die Folge 16 sprechen, über den Abschluss einer ja eigentlich schon abgeschlossenen oder geplant abgeschlossenen Staffel, die dann irgendwie nochmal aufgemacht wird. Bevor wir das aber tun, Michael, für alle, die irgendwie aus irgendeinem Grund, zum Beispiel auf Amazon Music, uns jetzt ganz neu hören, was können sie denn noch von uns alles hören? Ja, dazu geht ihr einfach auf nerdizismus.de, denn da findet ihr alle Links und alle News und alle Folgen und alles, was wir so haben. Nicht nur Facebook, nicht nur Twitter, Instagram, YouTube und so weiter und so fort. Ihr könnt uns sogar auch in WhatsApp schreiben, aber letztendlich, wie gesagt, nerdizismus.de findet ihr alles. Und wer uns nicht nur an info@nerdizismus.de schreiben möchte, kann uns mittlerweile auch gerne Sprachnachrichten oder richtige Nachrichten an WhatsApp über die 01525 964 7709 schreiben. Exakt. Und da freuen wir uns auch über Text, Sprachnachrichten, wenn ihr mit uns diskutieren wollt. Wunderbar. Ja, was soll ich sagen? Wie war denn so deine Einstellung auf eine Staffelfinale, auf das du jetzt 6 Monate hast warten müssen, ungefähr? Erstmal war ich überrascht, als es rausgekommen ist, weil ich mit zu einem viel späteren Zeitpunkt damit gerechnet habe. Aber du ja auch. Ja. Und dann hat, glaube ich, der Abstand ein bisschen genutzt, um da reinzuschauen. Also letztendlich, ich meine, wir haben uns immer wieder beschwert, auch über die neuen Staffeln und dass alles nicht so läuft. Und dementsprechend war ich ja auch fast raus für die nächste Staffel, so ungefähr. Hätte mich fast verabschiedet. Aber ich bin positiv überrascht worden von dem kurzen Einstand, den wir jetzt wieder bekommen haben. Ja, ich meine, es wurde im Sommer wurde ja die Eröffnungssequenz ein bisschen geleakt. Geleakt, in Anführungszeichen. Ja. Ich weiß nicht, ob man da sich damit so einen Gefallen getan hat, weil das war eine sehr atmosphärische Sequenz. Die hatte ich dann aber halt
bis dahin schon 30.000 Mal gesehen, so ungefähr. Und deswegen war sie dann jetzt irgendwie so ein bisschen verschenkt an der Stelle. Mhm. Aber ja, gut, okay. Ich fand das Finale okay. Ich muss sagen, mir hat, das werde ich gleich dann nochmal erwähnen, zwei, drei Sachen einfach nicht mehr funktioniert, weil wir jetzt einfach ein Wissen haben, wie es weitergeht. Ja, ist halt ein bisschen ungeschickt. Können wir gleich noch drüber sprechen. Ich fand's okay, aber ich hätte es, glaube ich, besser gefunden, wenn ich praktisch so 15, 16 in einem Rutsch gesehen hätte. Wäre mir lieber gewesen, weil so war die Luft raus, weil ich fand's Finale ein bisschen dünn. Und wenn ich jetzt in mein Recap einsteige, werdet ihr auch merken, da ist nicht viel passiert. Ich kann's nachvollziehen und die Folge sollte ja auch relativ zeitig oder direkt im Punkt da kommen. Nur hat Corona leider ein bisschen mit der Post-Production von The Walking Dead rumgespielt, weil abgedreht und so war ja alles, nur die Special Effects waren noch nicht fertig. Sagen wir mal so, vielleicht hätten sie noch ein paar Monate brauchen können nach der Sendung jetzt. Ja. Ja, da waren doch einige Dinge dabei. Ja, ich beginne mit meinem Recap und danach wollen wir nochmal schauen, was wir alles über die 16. Folge zu sagen haben. Finale. Oder doch nicht? Also wir sind zurück, wo alles aufgehört hat. Im Krankenhaus bereitet man sich auf den Angriff vor. Damit dieser auch abgewehrt werden kann, versucht man die Horde mittels Burning Down the House abzulenken. Ich persönlich hätte ja mir Never Gonna Give You abgewünscht, aber Talking Heads geht auch. Wobei es natürlich richtig geil gewesen wäre, wenn man Michael Jacksons Thriller genommen hätte. Aber gut. Bevor es losgeht, spricht sich Lydia mit Carol aus und versöhnt sich auch mit Negan, welcher ein Geschenk für ihr hat, nämlich die Whisperer-Maske ihrer Mutter. Nun ist es aber mal wieder an der Zeit, einen Z-Charakter zu opfern und die Wahl fällt auf denjenigen, dessen Name völlig unvermittelt erwähnt wird, nämlich Beatrice. Und da dachte man sich schon, oh Moment, dieser Charakter hat einen Namen. Ja, dann ist er auch natürlich sofort tot. 11 Folgen lang hat sie durchgehalten, immer schön im Hintergrund. Immerhin, so muss Gabriel nicht dran glauben. Der hat nämlich noch eine Nachricht für Rosita. Die halbe Orange, was auch immer das bedeuten soll. Aber gerettet wird Gabriel dann doch von Maggie und ihrem Masken-Ninja, der halt einfach nur ein Masken-Ninja ist. Und was hat sich das Internet darüber das Hirn zermartert, wer hinter dieser Maske steckt? Nobody. Das Zeitliche segnet aber auch Beta in einer sehr, sehr, sehr kurzen Battle mit Negan und Daryl kommt das Ende dann doch mitten in die Augen. Man sieht noch eine kleine Clipshow und das war's dann mit Beta. Die nächste Szene hätte auch spannend sein können, ist sie aber nicht, denn da wir ja schon wissen, dass es bald eine Serie mit Carol gibt, also Carol und Daryl, stand halt leider auch nie wirklich zur Diskussion, dass Carol vielleicht einen Schritt in den Abgrund macht. Schade, das hätte man sicher spannender inszenieren können. Das wäre spannend gewesen, aber da können die Macher nichts für. Immerhin schafft es Carol, die durch die Musik abgelenkte Horde so in den Abgrund zu führen. Wofür die Macher aber was können, ist dann doch die ziemlich lahme Rückkehr von Maggie. Die ist halt einfach wieder da. Und alle anderen sagen sich auch, da ist sie halt dann wieder, plus Ninja-Maskenmann. Ja, und Conny ist auch wieder da. Guck, sie hat sich aus dem Schlamm rausgewühlt. Wir haben sie das letzte Mal gesehen, als sie verschüttet war. Und jetzt ist sie auf einmal wieder da. Und wem läuft sie vor die Füße? Natürlich Virgil. Ja. Und dann kommt auch noch Stephanie. Naja, die kommt eigentlich nicht, denn plötzlich sind Stormtrooper da und damit dann auch das Commonwealth. The End. Ja. Mehr war es nicht. Es war überschaubar, was die Handlung angeht. Mhm. Aber ich meine, das Setup wurde ja auch in den letzten Episoden alles schon gebracht. Und deswegen meine ich halt, ist es unglücklich, dass da jetzt ein halbes Jahr dazwischen war. Ja. So wirkt es sehr dünn. Sagen wir mal so, ich fand's gut,
weil diese Episode eine ganz schöne Atmosphäre hatte. Sie war teilweise wirklich wieder sehr gruselig, gerade das ganze Zeug, während die in der Horde rumlaufen und während die anderen da gefangen waren. Also das war schon ziemlich spannend, und wo ich mich gefragt habe, ja, wieso hätten sie es nicht von Anfang an so machen können? Einfach zwischen die Zombies sich als Zombies verkleiden und dann einen und dann nach den anderen von den Whisperern ausschalten. Ich meine, genug wären sie ja gewesen. Lassen wir das mal so. Aber wie gesagt, die Atmosphäre an sich fand ich super spannend, und ich habe mich durchaus amüsiert, auch wenn ich mir manchmal die Hände über den Kopf wieder zusammenschlagen musste. Aber das ist halt so ein Ding, was mit The Walking Dead einfach einhergeht. Ja, ich tue mir schwer damit, diese Folge zu beurteilen, weil ich sie jetzt halt mit viel Wissen, Hintergrundwissen gesehen habe. So war es halt nicht gedacht. Das halbe Jahr war dazwischen, so war es nicht gedacht. Ja, unglücklich. Du hast die unfertigen Tricks angesprochen. Mhm. Die waren ja teilweise wirklich unterirdisch. Ja. Und ich dachte schon, das Reh wäre so der absolute Tiefpunkt gewesen. Aber, boah, da waren schon ein paar CGI, also als Beta da. Also, ja, auch an der, vor allen Dingen diese Klippe, die ja nach Kulissenklippe, sowas von nach Kulissenklippe aussah. Was leider schade ist, weil es gibt ja durchaus ein paar Szenerien in den USA, die man dafür hätte nutzen können. Ja. Ich verstehe manchmal nicht, warum Dinge im Studio gemacht werden. Na gut, ich sag mal so, man hätte halt da wieder irgendwo hinfahren müssen. Ja, Außendrehs sind teuer. Ja, aber es ist ja eigentlich alles fast draußen. Es gibt ja nur diese eine Landstraße und den einen Wald. Was mir aufgefallen ist, die da natürlich der Redshirt-Charakter, der da draufgegangen ist, ich habe schon wieder ihren Namen. Beatrice. Mhm. Mir ist die jetzt erst wieder aufgefallen als die Schauspielerin, weil wir letztens alle die letzten zwei Staffeln Agents of S.H.I.E.L.D. nochmal durchgebinged haben. Und da hat die auch, ist zwar ein Nebendarsteller, aber in Agents of S.H.I.E.L.D. hat sie eine durchaus größere Rolle als Piper, wo ich sie erkannt habe und wo sie auch wirklich 1:1 aussieht. Also sie hätte nur andere Klamotten anhaben müssen. Von daher. Ja, ich habe mich an den Charakter ehrlich gesagt jetzt nicht erinnert. Ich habe dann nochmal geguckt, in wie viele Folgen war die dabei. In 11 Folgen seit Staffel 7, immer so 2, 3, 4 Folgen pro Staffel so um den Dreh, war die dabei. Mir ist halt sofort aufgefallen, als Carol sagte, pass auf, Beatrice, sagt ich, Moment, die hat einen Namen, oh, dann ist die gleich tot. Das war so mein erster Gedanke, oh, die hat einen Namen. Ein Charakter, den man schon ewig nicht gesehen hat, der einen Namen hat, der ist natürlich dann sofort tot. Und ich sag mal so, die Tode in der Walker-Herde waren schon ziemlich, gory, also aber schon lange, so viel Blut war schon lange nicht mehr dabei. Also klar, das war brutal, wie die Köpfe und so weiter. Das mache ich aber so richtig so Splatter-Gory. Ja. Fand ich gut, hat mir ganz gut gefallen. Ich meine, davon hat ja Walking Dead auch ganz, ganz lange gelebt, dass sie sowas zeigen. Und das Fernsehen zeigt ja mittlerweile auch ganz viele andere Dinge. Quasi die C-Story ist mir leider auch ein bisschen zu kurz gekommen, aber die heben sie sich wahrscheinlich für die nächsten 6 Folgen dann auf. In der gab es aber lustigerweise, hast du auch die Herr der Ringe-Anspielung gesehen? Vielleicht hilf mir kurz auf die Sprünge. Eugene und Ezekiel, als Ezekiel sagt, dann werde ich dich am Ende tragen. Ja, okay, mir kam das halt also sowieso als so ein Klischee-Ding vor. Ja. Sagt das irgendwie Sam zu Frodo oder so irgendwas? Ja, oder das ist ja im letzten Herr in Rückkehr des Königs, als die dann in Mordor stehen, am Fuße des Vulkans und Frodo nicht mehr weiterkommt und dann Sam seine Rede hält und ihn am Ende auf die Schultern packt und dieses Ergreifen oder diese Hand ausstrecken von Ezekiel und diese Verzweiflung von Eugene hat mich doch dann stark an die Szene aus Herr der Ringe erinnert.
Ja, okay, also mich hat's halt an so dieses klassische Movie-Trope, so, lass mich liegen, ich bin nur eine Last für euch. Nein, Joe, komm, wir lassen niemanden zurück. Daran hat's mich halt allgemein eher erinnert. Also ich hatte jetzt weniger konkret irgendwie so die Assoziation konkret jetzt irgendwie. Aber klar, natürlich kann man auch haben, ja. Naja. Nee, ansonsten, ja, ich hätte jetzt auch nichts dagegen gehabt, wenn es Gabriels letzte Folge gewesen wäre. Es wurde ja halb so vorbereitet, um dann doch am Ende einen Switcheroo rauszumachen. Er hätte es auch verdient gehabt, weil wer so bescheuert ist und mit dem blinden Auge zielt, ja, hätte es eigentlich auch verdient gehabt, dass er danach, ja, und das bringt uns ja, also ich meine, in den Comics ist er ja tot, ne? Da wird er ja sehr brutal um die Ecke gebracht. Ja, das bringt mich eigentlich schon so ein bisschen zu einem Elephant in the Room. Maggie war halt irgendwie völlig, nachdem es in Folge 15 noch so ein bisschen so, what, ja, war es halt jetzt so, okay, und alle anderen auch so, oh ja, okay, ja. Ja, ich meine, Whiskey Chevalier ist als Serie nach einer Staffel gecancelt worden und deshalb ist die Schauspielerin einfach zurück. Ja. So läuft es heutzutage. Ja. Ja. So passiert das halt heutzutage. Ja, es war halt unspektakulär von allen Beteiligten. Mhm. Und dieser Ninja-Maskentyp, der war halt auch dann irgendwie, der ist halt dann a nobody. Also was wurde drüber nicht spekuliert, ne? Ob es vielleicht Morgan ist oder Morgans Sohn oder weiß der Teufel was, ne? Was für Theorien da im Internet waren. Und am Ende ist es halt einfach ein nameless Dude. Hatte der seine Maske noch abgezogen? Nö. Nö, also deshalb kann doch noch alles rauskommen. Ja, aber ich glaube nicht, dass der ist einfach jetzt so ein, ja. Ich glaube nicht, dass da nochmal irgendwas kommt. Also glaube ich nicht. Meinst du einen Red Herring? Ja, ich denke schon. Na, also ich glaube. Ich weiß nicht. Ich fände es ganz nett, wenn da noch irgendwas rauskäme, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wer Sinn da machen würde. Ich möchte ja gern wissen, was mit ihr dann am Ende passiert ist, und ich freue mich dann auf die nächsten Folgen schon, damit wir ein bisschen davon erfahren, warum sie denn in Story rausgeschrieben worden ist oder warum sie denn abgehauen ist. Aber nun gut, das war jetzt wirklich unglücklich. Ja, eben. Es hat sich halt alles irgendwie so ein bisschen holprig angefühlt, und aus dem Grund, weil es sich so holprig angefühlt hat, kann ich jetzt auch irgendwie, also ich bin nicht sickig über diese Folge und ich bin auch nicht sauer über diese Folge, und ich rede mir einfach ein, so, ja, komm, das hat man, ich meine, wir waren mit Folge 15, waren wir wirklich nicht so zufrieden, aber da haben wir gesagt, es kommt ja noch eine Folge, ne? Und wenn man halt sich jetzt, wenn man die wirklich hintereinander geschaut hätte, wäre es einfach besser gewesen. So war es halt ein bisschen lame. Ich war froh, dass wir jetzt endlich, und deswegen breche ich nicht den Stab über diese Folge, ich bin froh, dass wir den Whisperer-Kram jetzt endlich hinter uns haben. Da bin ich so richtig froh drüber. Und dass wir jetzt endlich zum Commonwealth übergehen können. Gelobt sei der Herr. Mhm. Endlich mal was Neues. Ich meine, die sahen schon echt extrem Hightech aus und super clean für die ganze Welt. Ist schon ein ziemlicher Stilbruch hierbei und könnte ein schöner Gegensatz werden, wenn sie was Gutes rausmachen. Ja, also vielleicht ein bisschen Hintergründe zum Commonwealth. Spoiler jetzt für die Comics und wahrscheinlich auch für die 6 Folgen, die dann Anfang 2021 noch kommen. Das Commonwealth ist eine Gemeinschaft mit, ich muss jetzt nochmal nachschlagen, ich glaube ungefähr 50.000 Einwohnern, die noch sehr intakt ist. Das Design dieser Soldaten ist mehr oder weniger wirklich 1:1 aus den Comics. Also das ist direktamente daraus. Und ja, und das Commonwealth, wie gesagt, ist eine intakte Gemeinschaft mit sehr vielen Überlebenden, die im Grunde alles haben, inklusive einer Armee. Sie haben aber auch eine Zweiklassengesellschaft. Und zwar hat man in dem Commonwealth eingeführt, dass also jeder nur das sein darf, was er vor der Zombie-Apokalypse gemacht hat. Ja?
Also man hat so ein Kastensystem eingeführt und das hat dazu geführt, dass also alle, ich sag mal, Büroleute so in der ersten Kaste sind und alle Handwerker und Dienstleistungsleute in der zweiten Kaste und die erste Kaste hat bessere Häuser, bessere Klamotten, bessere medizinische Versorgung und die zweite Kaste halt eben nicht. Also das ist so ein bisschen so die Geschichte. Und wo sind denn die Marketing da drin? Ja, das habe ich mich auch schon ehrlich gesagt gefragt. Ich habe mir mit dem Gedanke kam mir dann auch irgendwie so, dein Job und mein Job wären im Rahmen einer Zombie-Apokalypse so ziemlich das Letzte, was irgendjemand nachfragen würde. Ich könnte schöne Banner malen. Ich würde mich dem jeweiligen Herrscher vielleicht als Pressesprecher andingen oder so, ja. Und man könnte ja, ich könnte ins Kinderbuch illustrieren reingehen, weil es gibt ja jede Menge Kinder, die dann trotzdem noch gut erzogen werden sollen. Oh ja, das, aber wenn du, wie willst du denn Kinderbücher malen, wenn du auf einer Landstraße dauernd im Wald bist? Ich glaube, ich würde Filme nacherzählen fürs Abendprogramm. So wie bei Rain of Fire. Rain of Fire. Ja, yeah. Hast du diese Geschichte wirklich geschrieben? Ja, natürlich habe ich diese Geschichte geschrieben. Wer gerade nicht weiß, worüber wir sprechen, hört mal in eine Folge von Zeig mir deins, ich zeig dir meins rein. Ich weiß gerade nicht welche. Da reden wir über einen Überraschungsfilm, nämlich Herrschaft des Feuers. Übrigens ganz kurz an der Stelle, wir haben euch nicht vergessen, für alle, die alle Casts hören, mit der Nummer 17 von Ich zeig mir deins, zeig mir deins, ich zeig dir meins. Unser Lockdown-Home-Hocken ist halt einfach rum und wir gucken im Moment einfach gar nicht mehr so viele Filme. Aber die Tage werden kürzer, der Virus kommt zurück. Das Virus, oh, da wurde ich auch letztens aufgeklärt, das Virus kommt zurück. Und das Virus kommt zurück und dann werden wir auf jeden Fall auch noch da die nächsten Folgen machen. Es sind auch noch ein paar Filme im Glas, das nur mal so kurz als Exkurs. Ja, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Ja, aber ich habe auch wieder einen Verlauf. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich für die nächsten Folgen, wenn sie denn 2021 gesendet werden, meine Walking Dead Vision unglaublich aufgefrischt haben werde. Weil wenn dann endlich, ich glaube Anfang November mein Remarkable 2 kommt, werde ich mir alle Comics, die ich mir digital besorgt habe, gekauft habe, einmal auf dem Remarkable durchgucken. Okay, ich habe mir das Ding ja auch bestellt, aber jetzt mehr als Notizblock und weniger als E-Reader. Aber ich bin gespannt. Ja, ich meine, alle Walking Dead Comics sind schwarz-weiß. Ich meine, die bringen zwar jetzt eine kolorierte Variante raus, deshalb ist es ideal auch in der Größe, um sich die mal richtig durchzulesen. Oh, da hast du mich auf eine gute Idee gebracht. Ich glaube, da werde ich wahrscheinlich mich mal anschließen. Ja. Anschließen ist irgendwie fast das gleiche Wort wie abschließen und ich habe es gerade eben schon gesagt, mein Recap war sehr kurz, weil irgendwie nichts passiert ist und es ist irgendwie, das Ding ist jetzt rum, wollen wir es mal versuchen irgendwie zu bewerten, noch Notizen, was hast du denn so auf deinem Zettel? Meine Notizen haben sich erschöpft, okay, wir können noch reden über Lydia und ihre finale Trennung von Alpha in allen möglichen Varianten, sowohl von der Mutter hat sie sich losgesagt, sie sagt ja, Carol, ich möchte keine Mutter, du brauchst keine Mutter für mich sein, als auch die Maske, die sie runterwirft. Ja, das Thema hat sich auch erledigt. Hast du zu Lydia was zu sagen? Was steht auf deinem Zettel drauf? Es steht bei mir, dass es doch alles sehr abrupt war, also gefühlt sehr abrupt. Auch wenn man jetzt die letzten Folgen so drin hat, jetzt ist plötzlich wieder alles gut zwischen Carol und Lydia und die werden Freundinnen und dann rettet Carol Lydia, Lydia rettet Carol beides, so sich gegenseitig, ist schön, aber hat meiner Meinung nach die Charakterentwicklung nicht ganz hergegeben. Da hätte man sich da mehr Zeit lassen sollen oder das mehr in den Vordergrund nehmen müssen. Ansonsten, ja, mir war eigentlich bei der Klippe auch schon klar, dass keiner von den beiden sterben wird und dass sie nicht vorher dran gedacht haben, sich einfach im Loch zu verstecken, ist auch die Frage, ja, denkt doch mal drüber nach, was ihr da so macht. Ja, und wie gesagt, dadurch, dass man ja schon weiß, dass das Daryl Carroll Spin-off kommen soll, war halt klar, dass die jetzt nicht sterben, ne? Und durch diese Folge wissen wir auch, dass es zu 99% in New Mexico spielen wird. Richtig, genau, stimmt, weil Daryl sagt, das New Mexico ist auch schön, oder was sagt er? Irgendwie sowas, ne?
Ja, genau. Das hatten die ja vor ein paar Folgen schon mal besprochen, dass die zusammen abhauen könnten. Und jetzt ist es hier nochmal wiederholt worden. Und es ist irgendwie bedeutungsschwanger dadurch, dass wir wissen, dass es dieses Spin-off nach dem Ende der Serie geben wird. Ja, was hatte ich noch? Wollen wir mal nur kurz über Negan reden. Ist Negan jetzt geläutert? Hat er seinen Redemption-Arc jetzt abgeschlossen und alles ist verziehen und Negan ist jetzt Teil der Gemeinschaft? Punkt, aus, Feierabend? Naja, zumindest sind Negan und Lydia jetzt ein offizielles Paar, so ungefähr. Und da kann man sich denken, dass die sich mehr einbringen werden. Ob der Redemption-Arc jetzt abgeschlossen ist, schwer zu sagen. Es sieht so ein bisschen danach aus, wird dem Charakter dann auch nicht ganz gerecht, wenn er jetzt plötzlich so eingebettet wird. Aber man will sich wahrscheinlich auch nicht jahrelang auf Negan so konzentrieren. Ja. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass jetzt mit dem Commonwealth halt auch wirklich ein neuer Abschnitt beginnt, der für alle halt neu ist und dann tritt das halt in den Hintergrund. Ja, meinst du, wir kriegen nochmal einen Zeitsprung? Nö, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Nö. Nee, glaube ich nicht. Nö. Die Serie spielt jetzt mehr oder weniger mit dem neuen Spin-off World Beyond zeitgleich. Da glaube ich eher, dass es da Überschneidungen geben wird. Das ist, glaube ich, eigentlich viel eher. Ich glaube auch, dass es mit World Beyond Überschneidungen oder Intros für die drei Rick-Filme geben wird. Aber ich glaube nicht, dass die drei Rick-Filme irgendwie jetzt mit der 11. Staffel The Walking Dead was zu tun haben. Ich glaube, Rick ist wirklich, ich glaube, Rick ist raus da, glaube ich, aber mal gucken. Ja, das ist so meine Einschätzung bei der ganzen Geschichte. Ich glaube halt, dass, ja, wie ich gesagt habe, also ich denke, mit dem Commonwealth beginnt jetzt einfach so ein neuer Abschnitt in so vielen Bereichen. Ich hoffe auch endlich mal Neues. Ich will endlich mal was anderes sehen. Ich will endlich mal keinen Wald mehr sehen. Ich will endlich keine Landstraße mehr sehen. Ich will endlich keine Dörfer mehr sehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, The World Beyond fängt leider auch schon so an. Ich habe jetzt erst eine Folge gesehen. Mal abwarten. Ich bin nicht völlig enttäuscht von der ersten Folge. Wir werden nach 5 Folgen, Andreas und ich werden da ein kleines Recap machen für die ersten 5 Folgen und dann nochmal ein Staffel-Final-Recap. Das werden wir mit beiden Staffeln so handhaben. Also immer nach 5 Folgen eine Folge. Aber im Moment sieht leider World Beyond genauso aus, wie The Walking Dead jetzt seit 10 Jahren aussieht. Und ganz ehrlich, ich kann es nicht mehr sehen. Das ist wie Alarm für Cobra 11. Das gucke ich echt nie. Aber wenn ich mal reinseppe, merke ich, das ist immer der gleiche Autobahnabschnitt. Also immer. Immer. Das ist irgend so eine Filmautobahn, die irgendwo bei Köln ist oder keine Ahnung. Und die wird halt einfach immer genommen und es sieht halt jedes Mal gleich aus. Ja, die haben halt nicht mehr so viel Kohle wie am Anfang, weil die auch nicht mehr so erfolgreich sind. Die Quoten für das Finale waren die schlechtesten Walking Dead Quoten ever. Ach, ja, gut. Was willst du jetzt? Du hast nach 4-5 Monaten keinen Bass mehr in dieser Serie. Davor waren die Zuschauerzahlen sowieso nicht mehr so groß. Und dann wurden ja scheinbar, wie auch wir, viele vom Finale überrascht, dass es gesendet wurde. Ich hatte mit dem Finale erst in 3 Wochen oder so gerechnet. Also es war wirklich echt sehr komisch. Plötzlich ploppte es bei Sky auf. Nicht mal Sky hat großartig Werbung dafür gemacht. Es ploppte einfach irgendwie auf. Das war... Ja, deshalb wird es wahrscheinlich auch gut sein, dass man jetzt wirklich, also während der ganzen Zeit, wo wir hier auf die Episode gewartet haben, ist ja erst rausgekommen, dass mit Staffel 11 die Serie dann am Ende abgeschlossen sein wird und dann das Carol und Daryl Spin-off kommen soll. Als vorher hat man sich ja immer die Option freigelassen, Walking Dead ewig laufen zu lassen, aber da stimmt dann einfach das Geld nicht mehr. Ja. Ja, was hast du noch auf dem Zettel? Eine Sache habe ich noch auf dem Zettel, nämlich Beta und sein Ende. Was hast du noch auf dem Zettel? Ich hatte mir noch die Fingeranalogie von Gabriel aufgeschrieben, wie er dem Kind da das erzählt, nur dass ich das den Tiefpunkt der Episode fand. Warum? Weil die so klischeehaft war, oder was? Boah, das war ja das Klischee überhaupt. Ich meine, Gabriel ist zu einem lebenden Klischee geworden und ich weiß echt nicht mehr, was sie aus dem Charakter noch rausholen wollen. Aber das fand ich irgendwie ganz am Anfang, dachte ich, jetzt kann es ja gerade nur besser werden. Ja, mit Gabriel, ja, Punkt. Mit dem wissen sie irgendwie auch nichts mehr anzufangen. Es wird, glaube ich, ja wieder Zeit für so einen kleinen
kleinen Austausch an Cast. Ja? Mhm. Also, andererseits eine Staffel vor Schluss. Ich meine, die, aber was heißt eine Staffel vor Schluss? Wir haben noch, das muss man sich auch mal vorführen, wir haben noch 30 Folgen The Walking Dead vor uns. Bei anderen Serien sind das 4 Staffeln. Werden es 30 Folgen sein? Kriegt die 11. Staffel 20 Folgen? Wir kriegen jetzt nochmal 6 für die 10. und kriegen dann 24 Folgen für die 11. Sicher? Ja. 24 für die 11. Das ist aber krass. Weil wir sind ja die letzten Jahre immer bei so 16 gewesen. 24 Folgen für die 11. So ist es geplant. Na okay, es ist ja dann quasi 2 Staffeln. Oder eine Staffel TNG. Eine Staffel TNG. Ja, damit, so kannst du ja heute nicht mehr rechnen. Nicht. So kann man heute nicht mehr rechnen, das stimmt. Ja, Betas Ende war halt dann auch irgendwie so, huch, jetzt ist er tot. Ja, hättest du dir da nochmal irgendwie einen Fight gewünscht oder halt doch keinen Fight mehr oder... ich bin da unentschlossen. Letztendlich wurde ja Beta so ziemlich aufgebauscht, nachdem Alpha weg war. Aber er hatte nie die Chance, was aus sich groß zu machen. Oder ihm wurde nie die Chance gegeben. Und deshalb war das wirklich sehr antiklimatisch. Also auch dieses komische, dass sie ihn am Ende erkannt haben, hat dem Zuschauer jetzt trotzdem nichts gesagt. Ja. Dem unwissenden Zuschauer. Eben. Das ist so ein bisschen der Punkt, genau. Hat ihm jetzt halt trotzdem nichts gesagt. Also das war so, er ist jetzt halt niemand. Ja, aber er war doch eigentlich ein Country-Star. In den Comics ist er ein Basketball-Star. Wenn du jetzt, ja. Es ist so ein bisschen wie der JJ-Moment mit Khan in Into the Darkness. Wer bist du? Khan! Ja. So, aha. Genau. Jeder Star Trek-Fan weiß es und wundert sich, warum. Und jeder, der es nicht weiß, denkt so, hä, wer? Ja. Ist komisch, ist unglücklich gewesen. Ja, hätte ich mir vielleicht doch auch lieber irgendwie so eine dicke Battle gewünscht, wenn du mich fragst. Ja, wahrscheinlich. Es war schon beeindruckend, dass er sich die Messer noch mal aus den Augen gezogen hat. Aber gut, das stimmt allerdings, ja. Das stimmt allerdings. Ja. Ja, aber ansonsten, nee, ich muss sagen, auch an trotz aller Kritik, die wir jetzt haben, ich habe mich in der Tat und gut unterhalten gefühlt. Und das ist so ein bisschen Nitpicking auf dem aktuellen Walking Dead Niveau, wo wir gerade sind. Ja, ich meine, du hast ja, für dich ist es ja nur noch die Daily Zombie Show. Ja. Von daher ist das ja eigentlich dann jetzt auch ein bisschen durchaus, wo du sagen kannst, so, naja, in deiner Erwartungshaltung passt das doch alles wunderbar. Aktuell ja, ich habe nicht mehr erwartet und nicht weniger, beziehungsweise ich wurde eher positiv überrascht dadurch, dass ich mich noch mehr auf sowas wie die Atmosphäre oder das Filmische konzentriere, anstatt auf die Story. Ja. Ja, warten wir aufs Frühjahr, bis die 6 weiteren Folgen kommen. In dieser Reihe wird es weitergehen mit den Halb- oder den 2 Besprechungen dann jeweils für World Beyond. Und was ich ganz vergessen habe zu veröffentlichen, das machen wir die nächsten Wochen auch, sind die Interviews, die wir auf der Comic-Con geführt haben mit dem ein oder anderen Walking Dead Star. Die werden also auch in den nächsten Wochen dann mal veröffentlicht. Das habe ich völlig vergessen. Die muss ich mal... Ach echt, nee, haben wir die noch nicht rausgebracht? Game of Thrones Geschichten Interviews veröffentlicht. Also bei Game of Nerds haben wir da die ganzen Game of Thrones Sachen veröffentlicht, aber wir haben völlig vergessen, die Interviews mit den Walking Dead Stars zu veröffentlichen. Ich werde die Tage mal schneiden und dann kommen die so nach und nach dann mal raus. Also da habt ihr da also noch ein bisschen Content an der Stelle. Ja, und ja, da in der Welt dieses Jahr auch nichts außer schreckliche Dinge passiert sind, ist das ja ganz nett nebenbei, sich mal anzuhören. So sieht's aus. Und da sind auch wirklich schöne Interviews bei rausgekommen. Und deswegen würde ich sagen, an dieser Stelle, ja, schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr zu dem Finale, fast Finale, nicht ganz Finale meint. Wart ihr überrascht? Hat es euch auch zu lang gedauert? Fandet ihr Maggie auch extrem unspektakulär, der Rückgang? Was haltet ihr davon, dass es jetzt noch 30 Folgen weitergeht? Schaut ihr The World Beyond und so weiter? Es gibt eine Menge zu reden im Walking Dead-Universum.
Und da würden wir ganz gerne von euch hören. Entweder schreibt ihr euren Kommentar unter diesem Post oder ihr schreibt an info@nerdizismus.de oder ihr schreibt eine WhatsApp oder Sprachnachricht an die 0152 596 47709. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, wir sind jetzt auch auf Amazon Music und wir freuen uns auch immer über Bewertungen. Und ihr könnt uns bewerten bei Podcast Addict, wenn also euer Podcatcher Podcast Addict heißt, dort könnt ihr Bewertungen abgeben. Wenn ihr ein iOS-Gerät nutzt, dann seid doch mal so nett und geht mal in iTunes und lasst da doch mal eine Bewertung da. Das hilft unserer Show immer. So, dann war's das, ne, für heute. Dann packen wir mal hier die, packen wir hier mal die Walker wieder ein. Und dich hört man dann nächste Woche wieder bei Lower Decks. Genau, spätestens nächste Woche. Die Folge ist im Zeitlichen, wo wir das aufnehmen, heute gelaufen. Ich bin echt gespannt, mir sie anzugucken, weil die Folgen immer besser geworden sind. Und das Finale hat scheinbar auch ziemlich gute Reviews bekommen bei Lower Decks. Ich freue mich drauf. Dann dauert es nochmal 14 Tage, bis wir die ersten zwei Folgen von Star Trek Discovery besprechen. Und dann geht's auch schon nahtlos weiter mit dem Mandalorian. Also von daher, da ist eine Menge zu hören. Nerdplay geht auch weiter. Da gibt's wieder ganz viele Folgen, tolle Interviews. Hört da mal rein. Also bei nerdizismus.de ist auf jeden Fall immer was los. In diesem Sinne, wir gehen euch nicht aus. In diesem Sinne, liebe Leute da draußen, machtet jort. Bis die Tage, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö. Produktion des Podcast-Imperiums.